Willkommen zu einem Espresso mit Marco Buschmann, der konzentrierten Portion Politik hier aus Berlin-Mitte. Heute möchte ich mit euch über ein ziemlich schlimmes Thema sprechen, nämlich Antisemitismus. Und das ist der Hass auf Jüdinnen und Juden. Wir sehen ja, wie im Moment Hunderte von Raketen auf Städte in Israel niederprasseln. Und das ist Terror, das ist Mord. Und egal, wie man zur Politik der israelischen Regierung steht, es gibt keine Begründung dafür, auf Zivilisten, auf unschuldige Menschen mit Terror und Mord und Raketen zu reagieren. Wirklich schlimm ist aber auch der wachsende Hass auf Jüdinnen und Juden hier in Deutschland. Und das hat unterschiedliche Ursachen. Es gibt einen rechten Antisemitismus. Es gibt auch einen Antisemitismus auf der radikalen linken Seite und es gibt einen wachsenden Antisemitismus in der muslimischen Community, die vom politischen Islamismus geschürt wird. Und wir müssen uns um alle drei Ursachen des Antisemitismus kümmern. Antisemitismus darf in Deutschland keinen Platz haben. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass Einrichtungen der jüdischen Gemeinden besser geschützt werden. Wir brauchen besser ausgestattete Sicherheitsbehörden. Insbesondere auch der Verfassungsschutz muss in die Lage versetzt werden, gegen rechten Antisemitismus, linken Antisemitismus, aber auch islamistischen Antisemitismus vorzugehen und muss dafür besser aufgestellt und besser organisiert sein. Wir müssen dafür sorgen, dass der muslimische Religionsunterricht raus aus den Hinterhofmoscheen rein in die Schulen gebracht wird. Wir brauchen hier in Europa ausgebildete Imame und wir müssen vor allen Dingen die Finanzierung radikalen Gedankenguts unterbrechen. Insbesondere der türkische Präsident Erdogan sorgt dafür, dass hier die Communities auch aufgehetzt werden. Und so müssen wir entschlossen gegen jede Form von Hass gegen Jüdinnen und Juden in Deutschland vorgehen. Wenn ihr Fragen zu diesem wichtigen Thema habt, schreibt sie uns in die Kommentare. Wenn ihr Anmerkungen dazu habt, schreibt sie uns auch in die Kommentare. Wenn ihr euch für andere Themen interessiert, schaut euch andere Folgen meines Espresso an. Wir freuen uns auf den Dialog mit euch. Wir antworten bestimmt.